Willkommen zum Top Agrar Nachrichten Podcast. Hier fasst die Redaktion zusammen, was diese Woche wichtig war. Die Schlagzeilen in dieser Folge: Viel Tierwohl für wenig Geld, das geht nicht. Mehr Feinstaub in Kloppenburg als in Hannover und 900 tote Mastschweine auf Hof Röhring. Diese Folge wird unterstützt von Traktorpool, der digitale Marktplatz für gebrauchte Landmaschinen. Viel Tierwohl für wenig Geld, das geht nicht. Wer mehr Tierwohl will, muss dafür bezahlen. Das fordert Mästerin Gabriele Möhrigsmann aus Melle von den Verbrauchern. Die Landwirtin machte beim Agrarkongress des Bundesumweltministeriums zudem deutlich, wie schwierig die Vermarktung von Tierwohlfleisch ist. Eine Studie der Hochschule Osnabrück bestätigt ihre Aussagen. Demnach sind nur 16% der Kunden bereit, mehr Geld für Tierwohlfleisch zu bezahlen. Für Landwirte ein ernüchterndes Ergebnis. Mehr Feinstaub in Kloppenburg als in Hannover. 50.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland aufgrund von Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft. Das behaupten Forscher des Max-Planck-Instituts. Ihre Theorie: Die Ammoniak-Emissionen aus der Gülle verbinden sich mit anderen Gasen zu Feinstaub. Todesopfer sind die Folge. Bauernpräsident Joachim Ruckwied spricht von einer unseriösen Herangehensweise der Wissenschaftler und verweist auf die Bemühungen der Landwirtschaft, die Emissionen zu reduzieren. 900 tote Mastschweine auf Hof Röhring. Auf dem Hof des westfälischen Bauernpräsidenten und CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Röhring sind 900 Mastschweine erstickt. Polizei und Staatsschutz ermitteln. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Maststall verschafft und die technischen Einrichtungen lahmgelegt haben. Lüftungstechnik und Alarmanlage wurden noch im Dezember 2018 routinemäßig überprüft. Blauzungenkrankheit breitet sich aus. Die Blauzungenkrankheit bei Rindern ist zurück in Deutschland. Fast täglich melden die Behörden neue Fälle der anzeigepflichtigen Tierseuche. Restriktionszonen gibt es bereits in Baden-Württemberg, dem Saarland, Rheinland-Pfalz sowie in Teilen von Hessen und Nordrhein-Westfalen. Der Handel aus diesen Regionen heraus ist nur mit geimpften Tieren möglich. Erste Probleme mit Drittländern deuten sich bereits an. Mit Kochsalzlösung Strom speichern. Den selbst produzierten Strom in Batterien speichern und bei Bedarf abrufen. Das funktioniert, ist aber noch sehr teuer. Zudem sind die Wirkungsgrade oft sehr gering. Forscher des Fraunhofer Instituts haben nun eine keramische Hochtemperaturbatterie entwickelt. Die Speicherkosten sollen 50% niedriger sein als bei Ionenspeichern. Zudem soll der Wirkungsgrad mit über 90% sehr hoch sein. Mehr zu diesen Themen und weitere Nachrichten aus Politik, Markt und zur Tierhaltung finden Sie wie gewohnt auf www.topagrar.com.